Willkommen in Folge 66 meines Let's Play Mass Effect 3. So, hier. Wir haben Ihre Leute von Dekuna runtergeholt, Botschafter. Völlig ehrlich. Danke für Ihre Unterstützung, Commander. Wir können diese Schuld nie zurückzahlen. Konnten Sie Zivilisten evakuieren? Ja. Wie viele? Nicht genug. Er hat vergessen zu sagen, wie seine Gefühle dabei sind. Allerdings konnte man das diesmal anhand der Stimme auch hören. Blablabla, interessiert mich nicht. Commander Bailey. Das ist ja interessant. Points of Interest. Okay, hier. Huerta Krankenhaus. Hier. Huerta. Auf der 4. Ankunft beim Huerta Krankenhaus. Da ist er. Entschuldigen Sie, ich habe die Ringe von Alune beschafft. Sie warten in Bucht D. Das ist. Wunderbar, danke. Mein Volk wird diesen wundersamen Fund als Aufruf verstehen, die Krankenhäuser in der Nähe zu unterstützen. Ja, auch bei mir melden sich jetzt viel mehr. Vielleicht überstehen wir diesen Krieg doch noch. Das wäre natürlich cool. So. Wenn wir das so überstehen. Wütender Elkor. Im Purgatory, wütender Elkor. Okay, hübsches Ding. Ist noch etwas? Nö. Nein. Schön, dass wir reden. Anscheinend nicht. Und nochmals danke. Machen Sie es. Bla bla, ich überspringe das, ne? Warum läuft sie denn immer hinter mir her? Sie das? Nein, tut sie wahrscheinlich nicht mal. Einbildung ist auch so ein Teil der Bildung. Nee, ihr wisst schon. Purgatory. 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 Ankunft in der Bezirksebene Purgatory. Ich habe den Kodex der Ahnen von Dekuna zurückgebracht. Er wartet in Bucht D24 auf Sie. Erstaunt und erfreut. Wirklich, das sind wunderbare Neuigkeiten. Vielen Dank, Mensch. Aufrichtig, das wird unserem Volk eine große Hilfe sein. Mit aufrichtiger Dankbarkeit. Vielen Dank, Mensch. So, jetzt haben wir es aber, oder? Cerberus. Verschlüsselung. Ach, Leute, habt ihr das gesehen? Also das Einzige ist hier, wenn ich mir angucke, es gibt irgendwo Zitadell verbessertes Energieraster. Das habe ich meiner Meinung nach nicht geschafft. Und da war hier noch ne, inspirierende Geschichte. Anadiplomat. Fossiler chemische Behandlung. Ich weiß nicht, wo ist denn dieser Botschafter? Schlag mich tot. Den Sohn des. Ach. Ich verschwende schon wieder eure Zeit, meine Zeit und generell überhaupt aller Leute Zeit, die es so auf der Welt gibt. Und Ressourcen und was auch immer. Und CO2 und
Also Mist. Also. Machen wir wohl mal weiter. So. Ein bisschen bequemer hingesetzt. Oder auch unbequemer. Wie man das denn auch so... Naja. Liegt im Auge des Betrachters. Die Asari verzweifeln das so ein irgendwie System und haben doch meine Beine. Tja. Wie machen wir denn das jetzt? Moment, du hast nach meiner schweren Panzerung gefragt. Ich habe nie gesagt, dass es sich um schwere Panzerung handelt. Und seit wann weißt du etwas über Schildkondensatoren? Ich habe was darüber gelesen. Und hast du nicht gesagt, du hättest deinen Wagen vor ein paar Wochen verkauft? Ungefähr zu der Zeit wurde mir diese neue Panzerung geschickt. Hey, es ist spät und ich will doch nicht, dass ein guter Freund eine Nacht im Purgatory verpasst. Gehen wir rein oder willst du noch länger über meinen Wagen reden? Nein, du hast recht. Gehen wir rein. Ja, so sieht's ziemlich aus. Verdammt nochmal auf mich. Ja, dann geht rein, ihr. Ihr Experten, ja. Hilfe, war davon. Ja, ich kann ja das spaßeshalber mal bei Balafon vorbeischauen. Einfach nur, um Zeit totzuschlagen. CO2 zu verbrauchen. Na, ihr wisst schon. Ja. Weil es einfach so lustig ist. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es so lustig. Aber ehrlich gesagt, spielt das auch keine Rolle. Der muss ja eher nicht mehr sein. Weil ich ja keine Mission mehr habe. Also, die mit ihm zu tun hat, stelle ich gerade fest. Wahrscheinlich habe ich es auf Benning einfach versaut. Genau wie diese Dings mit dem Botschafter, schlag mich tot. Ja, dem Menschenbotschafter. Ich habe die Anweisungen für Sie erhalten, Private, und werde Sie informieren, bevor der Trupp eintrifft. Die Allianz schickt uns zu einer E-Zero-Minenanlage auf Sand. Hat doch... Der Planet hat geringe Gravitation. Oh, und ich hatte gerade Angst. Ich hatte wirklich Angst, dass er sich jetzt festgehängt hat. So, egal. 7 Minuten unnötig verplempert. Finde ich cool. Mache ich gerne. Wollen wir es nochmal machen? Commander? Wir könnten hier nochmal auf der Normandy alle Mitglieder der Crew befragen. Nur um euch ein bisschen zu ärgern. Aber im Endeffekt mache ich das ja auch nur, weil mich persönlich das schon interessiert, was da so für coole Sachen mit eingebaut sind. Ich denke, ich habe sonst alles. Ich habe wirklich alles. Achso, bis auf das hier. Wobei ich da das ja schon gescannt hatte. Das ist nur noch Sprit. Athena-Nebel. Athena-Nebel. So, wir hüpfen jetzt dahin. Und dann gucken wir, was da bitte für eine Mission ist. Die ich einfach nicht sehen kann. Ist schon 100. ULG-Sprung erfolgreich. Ich weiß es nicht, das sind schon 100%, aber hier ist nichts, wo ich reinhüpfen kann. Errors. Flugumlauf. Gab es hier irgendwo irgendwas Sinnvolles? Antinax. Auch nicht. Ich hasse es. Ich habe irgendwas verzaut. Na gut. Macht nix. Kommt hier, Reaper. Kommt, fangt mich. Edge im Edge. Sind gar keine Reaper da. Nur vorne. Nur wieder Sprit verbraucht ohne Ende. Ausweichen erfolgreich. Ach. Mir egal. Gut, dann springen wir mal in das System. Ah.
Das haben wir alles mit 100, ne? Nichts verbraucht und es ist alles 100, ist klar. Tja. Wir nähern uns langsam, aber sicher dann auch irgendwann dem finalen Endkampf und damit dem Ende des Spiels. Schade eigentlich, ne? Cassia liegt unter schwerem Reaper-Beschuss. Aktivität auf fast dem ganzen Planeten. Und der Tempel? Erreichen Sie die Wissenschaftler? Negativ. Alle Kanäle auf allen Frequenzen gestört. Die Mission ist höchst riskant. Die Sache ist zu wichtig. Jetzt oder nie. Shepard, es geht um meine Heimat. Ich muss gehen. Dann ab zum Shuttle. Es geht los. Shepard, es geht um meine Heimat. Ich muss gehen. Ja, ist verständlich. Folge 66? Okay. So. Nee, Aussehen ändern. Nee. Ja. Jetzt rocken wir hier das Haus. Ja, ich weiß. So ein Quatsch alles. Gut. Wird schon passen. Oh, 8. Adrenalinstoß. Brandmunition, Disruptor-Munition. Liara, haben Sie noch etwas über dieses Artefakt? Die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athane. Meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen. Er ist mehrere tausend Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert. Dann sind wir auf der richtigen Spur. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Mein Volk stirbt da unten. Ihr Mitgefühl ist eine Schwäche. Sie müssen lernen, Verluste einfach hinzunehmen. Venesia hat sie mitgenommen? Ich war noch ein Kind und habe es für eine Geschichtsstunde gehalten. Aber jetzt? Vielleicht steckte doch mehr dahinter. Was meinen Sie? Ich habe ihre alten Akten durchgesehen. Sie hatte stark verschlüsselte Aufzeichnungen über diesen Ort, einige davon Jahrhunderte alt. Die meisten kann ich immer noch nicht knacken. Was immer dort vorgeht, es ist gut getarnt. Ich habe ihre alten Missionsberichte studiert. Ihre Mutter war indoktriniert. Ja, wir mussten sie töten. Dennoch hat es sie nicht vom Kämpfen abgehalten. Wie schon gesagt, härten sie sich ab. Es wird noch viele Verluste geben. Wir können die Opfer nicht ignorieren. Die Reaper kennen kein Mitleid, aber wir schon. Ihre Gleichgültigkeit macht sie stark. Zeigen wir ihnen, dass es einen anderen Weg gibt. Nicht wirklich passieren. Meine Heimat. Jetzt ist keine Zeit zum Tauern. Wir sind hier oben völlig ungedeckt. Da runter! Quatsch. Das Shuttle hat uns doch gedeckt. Was ist denn hier? Was gibt's denn hier so viele coole Sachen?
Nix. Okay. Dann machen wir gleich. Nö, kenn ich nicht. Gehört. Ja, okay, ich sehe, es gab gewisse Verluste. Ich kann es nur ein. Ich kann meine Beine nicht spüren. Und jetzt? Wir haben gesehen, was mit Aileen und Celia passiert ist. Ich will nicht so enden. Werden Sie nicht. Atmen Sie jetzt tief durch und entspannen Sie sich. Sagen Sie, wenn Sie etwas spüren. Ich kann nicht. Da ist nichts mehr. Und jetzt? Dasselbe. Taub, als wäre mein Bein nicht mal da. Verdammt. Commander, wir haben gehört. Die Barriere wurde durchbrochen! Commander, wir reden später! Gehen Sie an das Geschütz und lassen Sie... Natürlich. Feindliche Ziele auf der Brücke! So, den haben wir es aber gegeben. Ich will den Jäger in der Luft sehen, sofort! Stoppen Sie das Loch! Wird erledigt. Ich brauche die Position unserer Scharfschützen. Jawohl, Ma'am. Commander, ich bin Lieutenant Curran. Wir haben Sie erwartet. Mein Befehl lautet, dieses Raster unbedingt zu halten. Barriere abstützen! Aber unser Quadrant kann nicht standhalten und ich bringe meine Leute hier raus. Es ist wichtig, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben. Was hat man Ihnen über mich erzählt? Nur Ihren Namen. Die Missionsdaten waren geheim. Das heißt also, wir sterben, ohne den Grund dafür zu kennen. Ja, ich weiß, aber Sie müssen der Befehlskette vertrauen. Wir wissen nicht, ob es diese Kette überhaupt noch gibt. Warum machen wir das hier? Wir wollen zu einem Relikt im Tempel. Es ist wichtig. Darum geht es hier? Einer unserer Außenposten hat versucht, die Wissenschaftler dort zu erreichen, aber der Kontakt ist abgerissen. Jäger startbereit machen! Sofort! Tut mir leid, Commander. Ihr Relikt hat so lange durchgehalten, jetzt kann es auch noch ein bisschen warten. Ich habe heute schon genug Leute verloren. Ich ziehe den Rest ab. Nein! Verani Curran, Sie wollten Soldatin werden, als Sie die Destiny Ascension zum ersten Mal sahen. Aber Sie sind kriegsmüde. Von der Niederlage erschöpft und voller Sorge, dass Ihnen jetzt der Mut zum Weitermachen fehlt. Bei der Göttin, sind Sie? Mit Entschlossenheit kann der Krieg enden. Wir bauen eine Superwaffe der Proteaner und gewinnen den Krieg. Ich glaube Ihnen. Hier, Lieutenant Curran. Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Sykes, zu Ihnen sind Leute unterwegs. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Geben Sie alles. Ich war vor Jahren hier. Die Stadt jetzt so brennen zu sehen, man kann sie wieder aufbauen. Sorgen Sie sich nur um die nächsten 20 Meter. Ist doch eigentlich eine ganz hübsche Gegend hier.
So. Was ist das denn? Okay. Alles klar. Diese Schrotflinte. Das ist das Dingsgewehr, ja. Okay. Vorsicht! Heuschrecken! Verdammt! Das stimmt. Das hält sie am Leben. Vergessen Sie das nicht! Da kommen Sie nämlich! Wer? Wo? Ich hasse sie. Im Zickzack vorrücken! Deckung ausnutzen! Okay. Ich würde sagen, eigentlich eine ganz nette Waffe. Eigentlich wirklich eine ganz sable, nette Waffe. Auch wenn es Einzelschuss ist und hin. Na gut. Aber dafür verzieht die natürlich nicht. Bleiben Sie konzentriert, Liara. Diese Dinger schlachten meine Leute ab. Verteilen und in Deckung gehen. Warte mal. Garantiert und absolut sicher endet das auf die Schlacht in einer Katastrophe. Die dürfen uns nicht umstellen. Na, seht ihr hier noch was? Ha! Ich übersehe bestimmt irgendwelche wichtigen Sachen. Oh oh! Schande, Panzerung! Panzerungwehr. So. Ich hab doch keinen Bock da drauf. Also wirklich. Es gibt gewisse Gegner, die braucht man nicht. Also die hätten wir nicht sparen können. Die hören einfach nicht auf! Vor uns sind noch mehr! Bitte.
Oh. Verdammt. Aha. Ich hab das nicht so mit den 20-Minuten-Parts. Nun gut. Ich schneide mal.